muss man. Jetzt sehen wir mal zuerst Pizzicato, einfach den ersten Teil. Einfach den ersten Teil und dann sehen wir, wie wir das mit dem Einsetzen machen. Ja, wir gucken jetzt den Anfang wirklich erstmal. Okay. 2, 3. Die Saitentöne, die haben eine Schwingung, die ins Gefühl hineingeht, wo eine Stimmung bringt, die warm ist. Und das macht es einfach so schön. Also das Zusammensein, und das macht viel Spass. Und die Harmonie natürlich in unserer Gruppe, das ist einfach fantastisch. Keins fühlt sich besser und keins fühlt sich schlechter und so. Ja, miteinander Musik machen, einfach in einer Gruppe etwas machen, nicht jedes für sich allein daheim. Oder so jedes im stillen Kämmerlein spielt. Und so, dass man miteinander etwas erschaffen kann, ich finde das noch schön. Und das Resultat sieht am Schluss, also es besser tönt als am Anfang. Und ich finde es grossartig, dass das von der Musikschule her jetzt so angeboten wird, dass wir Eltern euch kennen in der Gruppe in der Musikschule und nicht einzeln. Das ist euer Unterschied. Oder wenn man einfach mit einem Lehrer alleine das spielt, oder ob wir jetzt in der Gruppe mit dem Oliver zusammen das können machen. Er hört ja das euch anders. Wir hören uns ja nicht so gut in der Gruppe. Er schaut und macht uns einfach auch darauf aufmerksam. Er rämt euch viel, was euch gut tut. Und hat einfach das Gespür, also mit uns können da Musik zu machen. Und wir haben enorm profitiert. So. Mein Ziel dabei ist eigentlich, erstmal Freude zu stiften, dieses gemeinsame Musizieren zu unterstützen. Eben dieser Begriff Coach, den finde ich sehr gut dafür. Es gibt eigentlich nicht mein Ziel in dem Sinn, dass ich sage, wir wollen jetzt das erreichen, dass die doppelt so schnell spielen können oder laut und leise viel besser auseinanderhalten und so. Das ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel von guter Musikpädagogik, denke ich, ist immer das Betrachten der Musik und der Stücke durch die Augen von denen, die musizieren, und gucken, was ist für die das Entscheidende, was wollen die, was haben die da dran, was nützt ihnen, was bringt sie voran. Und weniger, ob ich jetzt das Stück irgendwie toll finde oder das jetzt meine Lieblingsstilart ist oder so, das ist völlig unwichtig, das ist eine Nebensache. Musik muss nicht laut sein, wenn sie ein bisschen leiseliger ist. Dann hören die Leute anders mit. Und vor allem in der Altersheim oder so spüre ich mir natürlich auch, dass die Leute noch die Musik kennen und hören und vor allem die verträgen mehr Musik mit Schwingungen, mit der ganz lauten Tönen. Und da ist immer so wie eine Wärme zurück und Feedback sind die alle gehen. Ja, dementsprechend, was sie gesagt haben, die sind auch gelöst, die Leute, und es tut gut. Und ist mir erstaunt, dass es die Musik so etwas gibt. Jemand, der mir immer wieder gesagt hat, ja, ich habe gerne ein Instrument gelernt und jetzt bin ich zu alt und ich kann immer und das tut mir so leid. Und dann sage ich alle, lass dich einmal, probier es mit der Akkordzitter, da hast du schon gleich einen Erfolg. Und es ist mir ein Anliegen, dass man das Instrument einfach wieder spielt und vor allem, dass man einfach spielt, man muss nicht auftreten und so haben. Und möglicherweise auch, wenn man schon sagt, ich möchte unbedingt das Instrument lernen, trotzdem nochmal gucken, was gibt es noch für Instrumente, wie klingen die? Und es ist schön, wenn man Angebot hat von der Musikschule zum Beispiel, die haben ja häufig so Instrumentenparcours oder Instrumentenvorstellung, Instrumentenmessen wird ja unterschiedlich genannt, wo man dann hingehen kann und die Instrumente einfach mal anschauen kann. Und soll man sich vielleicht auch nicht abhalten lassen, wenn dann viele Kinder unterwegs sind, man darf da auch als Erwachsener durchgehen. Ja.
Es ist immer auch beim Kavalen nur der Aspekt, das, wo die alle da, wo wir sind, so etwas, ein feiner Kuchen oder ein Dessert, wo da allen mundet und das Kompliment wieder und auch dort wieder etwas Gutes zu geben und etwas aneinander zu lieben. Das ist schön. Wir erzählen von der Musik, wir erzählen, was wir jetzt noch weiter angehen könnten, was uns so zum Teil im Alltag beschäftigt. Wir lachen viel, wir diskutieren ernste Themen und alles. Und eben das Musik machen, das ist halt einfach schon balsam für die Seele. Ich will das auf keinen Fall missen. Ich kann zum Beispiel Kopfweh haben, dann kann ich sagen, jetzt spiele ich eine Stunde irgendetwas ein bisschen, und dann hat man keinen Kopfweh mehr. Nämlich. Man wird entspannt irgendwie damit. Man muss natürlich nicht etwas spielen, das man nicht kann. Man muss etwas spielen, das man herbringt. Also die Zither steht immer bereit. Und wenn ich in das Zimmer gehe und ich müsste etwas holen, das Zimmer, dann sitze ich schnell an und spiele einfach ein bisschen etwas und vergesse das andere. Das ist das, was einfach das Privileg von einer Hausfrau ist. Man kann das dann einfach schnell. Das sind nicht alle die Möglichkeiten. Aber im Alter ist das dann so, was man die Zeit hat. Es gibt so viele positive Gedanken da drin. Es gibt so viel Fröhlichkeit. Die Musik macht einfach fröhlich, ist gesund und tut gut. Und möchte ich wirklich allen älteren Leuten sagen, die irgendwie sich singen oder Tanzen hat auch mit Musik zu tun, dass man da aktiv ist und da mitmacht und tut. Aber man muss selber, man wird nicht einfach abgeholt. Man muss wirklich selber rausgehen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.